Okay, alle festhalten. Es geht los. Okay, links. Oh. Das ist eine Einbahnstraße. Hallöchen, meine Lieben, was geht ab, Jim Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sag mal hallo, sag mal hallo. Oh, wir kuscheln schon die ganze Zeit. Ja, ich bin auch alleine zu Hause. Domi ist mit unserem Besuch, wir haben tatsächlich gerade Besuch. Seit gestern ist... Hi. Ich muss immer so filmen, sonst musst du so deinen Kopf verdrehen, gell? Seit gestern ist Dennis da. Der wird die nächsten Wochen auch hier bleiben, uns noch sehr viel helfen wegen dem Umzug, hat selber noch ein paar Termine. Genau, und die haben Mia mitgenommen und die holen gerade unser neues Auto ab. Ja, wir sind ja hier angekommen und dann haben wir ein Auto gemietet für 2 Wochen. Und dann haben wir gesagt, in diesen 2 Wochen müssen wir schauen, dass wir ein neues Auto finden. Und wir haben uns jetzt informiert über Auto-Leasen hier, aber es ist extrem teuer, also das zumindest, was wir gefunden haben. Kann wahrscheinlich auch anders sein, aber das, was wir so gefunden haben, haben wir für sehr teuer gefunden. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, jetzt sind sie schon da, Mann. Ich habe jetzt gedacht, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit, hier das Video anzudrehen. Ja, haben wir uns dazu entschlossen, ein Auto zu kaufen. Und es hat so schnell funktioniert, es war so zack, boom und ja, jetzt haben wir ein neues Auto. Und ich finde es einfach wunderschön. Jetzt geht die Garage wieder zu, hallo! Jetzt mache ich einfach wieder auf! Hier ist unser neues Auto! Bum, 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 bum. Oh mein Gott! Boah! Hey, wie riesig ist der einfach? Was genau? Boah, was für ein Teil! Das gleiche Auto, kennt ihr das noch? Den haben wir auch, den sind wir auch in Amerika gefahren. Ein Escalade. Und was sagt der Papa? So wie du dir den vorgestellt hast. Ja. Hi Dennis. Ja, ist ein sehr schönes Auto. Ich habe dich gerade schon angekündigt hier. Oh. Ja? Boah. Ist gemütlich. Mach mal auf hinten. Ne? Richtig, richtig schön. Du musst dich auch reinsetzen und so. Ich hab dir so viel zu zeigen. Ich muss jetzt erstmal anfangen, hier Auto zu fahren. Vorsicht, Maus. Ich bin in Dubai noch nicht ein einziges Mal Auto gefahren, weil ich mich einfach nicht traue. Ihr wisst, in Amerika bin ich in den ganzen 5 Monaten waren es, glaube ich, nicht. Doch einmal oder zweimal bin ich Auto gefahren in Amerika. Ja, das soll sich hier definitiv ändern. Ich möchte Auto fahren und auch mal alleine irgendwo hin, ohne meinen Mann. Du musst auch mal Auto fahren, ohne deinen Mann. Ja, und Domi macht natürlich die ganzen Behördengänge und das ganze Zeug halt jetzt mittlerweile gerade alles alleine, weil nur er überall hinfährt und ich mich halt nicht alleine raustraue. Ja, wir brauchen aber auch nicht mit beiden Kindern dann immer dorthin, weil wir nicht wissen, wie lange was dauert und so. Ja. Deswegen habe ich das jetzt alleine gemacht. Aber jetzt will ich euch was anderes zeigen. Schaut mal, ich bin nicht im Auto. Im Auto ist gerade keiner. Und jetzt passt mal auf. Warum können sich Männer immer so krass über Autos freuen? Also ich freue mich ja auch immer, aber das hält sich halt noch so ein bisschen in Grenzen, ne?
Also ich freue mich mehr über unser Haus. Naja, auf jeden Fall will ich wirklich vertraut werden mit den Straßen hier in Dubai. Ich will mich sicher fühlen, deswegen werde ich jetzt die nächste Zeit in Begleitung von Domi mit dem Auto fahren. Und dann, wenn ich die Straßen hier drauf habe, Schatz, dann werde ich alleine losziehen. Ja. In 5 Monaten dann. Oh yes. Du musst immer übertreiben. Okay. So, und? Hast du ausgemessen? Ja. Passt? Okay. Ja, wir fahren jetzt, beziehungsweise ich fahre jetzt, das allererste Mal in Dubai. Wir gehen uns jetzt ein paar Outdoor-Grills vor allem, ja. Einfach nur ein Grill. Der hier reinpasst, ja, damit wir grillen können. Mal schauen, ob wir einen kriegen. Mal schauen, ob wir ankommen. Ja. Ich glaube, bis ich den richtigen... Ja, soll ich fahren gleich? Ich muss danach essen, ich habe Hunger. Meinst du, dass ich so viele Ausfahrten verpasse? Echt jetzt? Ja. Gar nicht so einfach hier in Dubai. Ich dachte, du willst, dass ich direkt fahre, Schatz. Ja, jetzt lässt er mich nicht fahren, weil er Angst hat, dass er verhungert. Nein, ist mir was wert, nein, nee, nein, alles gut. Das Problem ist alles nur, gut, ja, das ja. Problem ist nur, wir haben alle Hunger. Und in Dubai ist es wirklich so, dass wenn du eine Ausfahrt verpasst, dass wenn du richtig die Arschkarte ziehst, einfach 30 Minuten verlierst. Ja. Und das würde ich jetzt gerne vermeiden. Und er denkt wahrscheinlich, dass ich 3 Ausfahrten verpasse. Also sind es 1,5 Stunden. Ihr müsst mal unten kommentieren, sind eure Männer auch so zu euch oder ist das nur meiner? Und wenn ihr Männer seid und gerade zuschaut, dann kommentiert mal bitte drunter, ob eure Frauen auch so sind oder nur ich mach jetzt aus. Wir sind jetzt angekommen und ich wollte euch noch was zeigen im Auto. Wir haben hier nämlich ein Geheimfach. Dann tu es, Schatz. Das ist doch kein Geheimfach mehr, nein. Komm, tu es. Nein, das ist ein Geheimfach, das meine. Tu es, komm bitte. Komm, nein. Zeig jetzt. Und los. Okay. Ui. Wow. Krass. Da ist gar nichts drin. Ja, noch ist da nichts drin. Ist ja auch geheim. Oder schaut mal hier, ist auch voll cool. Ja. Hier ist einfach ein Fernseher. Sarah hatte mich jetzt gerade eben noch gebeten, euch unseren Kühlschrank zu zeigen. Der ist auch sehr, sehr praktisch in Dubai. Ja, so was kennt man hier in Deutschland gar nicht, gell? Das ist so krass. Hier unseren Kühlschrank drin. Und ich habe auch schon Wasser drin. Hast du Bock auf ein Wasser? Ja, das ist schon echt ganz geil, muss ich sagen. Also war definitiv kein Fehlkauf, dieses gute Stück hier. So, wir sind da. Hier gibt es jetzt die unterschiedlichen Grills. Und jetzt hoffe ich, dass der Domi gut ausgemessen hat und wir hier einen passenden finden. Ja, so eine Station haben wir ja auch zu Hause. Und dann wird das einfach so da drauf gesetzt. Hier geht's weiter. Kann man sich schon austoben, ne? Oh krass, oh schau mal, wie schön. Sowas ist halt auch geil im Wohnzimmer, gell? Schau, unterm Fernseher. Sieht voll echt aus. Halt halt mal den Finger rein. Wir haben einen gefunden. Leute, ich hab so Bock, Barbecue-Partys mit euch allen zu machen. Ja, das wird er werden. Den haben sie auch hier im Lager. Den können wir also gleich mitnehmen. Was ganz gut ist, weil er passt in unsere... Hä? Das war ein Scherz, Leute. Dennis, unser Barbecue-Abend ist gesichert. Heute? Weiß ich nicht. Wir müssen schauen, weil wir haben eine Gasflasche jetzt noch bestellt und die muss geliefert werden. Aber sieht aus. Jetzt sitze ich schon mal am Steuer. Also man sitzt hier schon sehr gut, muss ich sagen. Und ich liebe ja große Autos. Also daheim habe ich ja auch schon ein großes Auto gehabt, dass man dann so weit oben sitzt und sowas. Ja, ich werde nachher eine Runde düsen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wo ich in Amerika das erste Mal Auto gefahren bin. Das war ganz schön witzig, deswegen, ich bin gespannt. Ich kann es nicht abwarten. Morgen kommt höchstwahrscheinlich auch unsere Gartengarnitur und deswegen wird der Grill heute noch aufgebaut. Und die hier, die chillen ein bisschen.
Das dürft ihr machen. Ja. Es ist draußen zwar schon ein bisschen dunkler, aber es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Leute, dieser Karton, der wiegt echt viel. Was würdest du schätzen, wie viel wiegt der? 30 Kilo. Mindestens. Auf jeden Fall, Sarah hat es euch ja vorhin schon gezeigt, das ist unsere Outdoor-Kitchen. Und hier, wenn ich es richtig abgemessen habe, kommt hier der Grill rein. Wir haben übrigens gerade nochmal nachgeschaut, der wiegt keine 30 oder 40 Kilo, sondern einfach mal 70. Knapp daneben ist auch vorbei. So. Ich weiß nicht, wie müssen wir. Wollen wir das einfach aufmachen? Ja. Oh, warte, das war mal. Ey, aber bitte. Komm mal, das passt so gut, dass die Folie nicht mal mehr rauskommt. So, wann ist Mittagspause? Ich brauche eine Schutzbrille. Der Schlauch knickt immer noch ein wenig. Echt? Oh, fuck. Okay, wir müssen nochmal das ganze Teil rausholen. So, 4 Stunden später. Wir haben es geschafft. Auf jeden Fall, der Grill steht jetzt. Die Gasflasche muss man hier noch ordern. Und ja, dann würde ich sagen, wird morgen... Spätestens morgen gegrillt. Oh yes. Wir waren jetzt gerade einkaufen, haben mal wieder einen richtig schönen Großeinkauf hinter uns. Und jetzt wird's ernst, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mama, ich liebe dich. Ein bisschen schon. Ja. Schau mich. Ist etwas überlichtet. Ich bringe jetzt alle heil nach Hause. Also ich gehe nach hinten, ne? Mal schauen, was da jetzt draus wird. Also ich muss schon sagen, ich habe schon ein bisschen Angst, ne? Das Auto ist zu klein, ich passe hier gar nicht rein. Warte mal jetzt. Bist du ready, Rocky? Oh, ich fängt ja schon mal gut an. Geht ja gut los. Hey, aber hast du da drin gesessen? Das ist schon voll meine Einstellung, als wenn das auf mich gewartet hat. So, bitte alle anschnallen. Ja. Am besten doppelt. Weißt, ich bin halt schon ein bisschen nervös, aber der Grund dafür ist, weil ihr mir dieses Gefühl gebt, dass ich nicht Auto fahren kann. Und ich bin eine sehr gute Autofahrerin. Wirklich. Ich erinnere euch nur an das Video aus L.A. Okay, jetzt fährt er zurück, jetzt aber das jetzt. Jetzt sitzt man zurück, jetzt habe ich langsam keine Bremse mehr. Nicht nervös werden. So. Oh, schau mal. Oh, hier. Hier läuft übrigens Marsha. Marsha Unterwehr. So, Dennis muss hinten die Stellung halten mit den Kids. Ja. Hier kann es sich nur noch um Stunden handeln, bis Sarah wieder vorne am Lenkrad ist. Das ist ja erstmal alles. So, jetzt komm, mach hin. Das Kind hat keine Lust mehr. Okay. Busha geht jetzt hier. Jetzt ist bei. Oh, nee. Nicht ganz. Ey, anstatt du mir sagst jetzt, was ich machen soll, also hier ist doch jetzt runter auf. Das ja, probier's. Echt? Ja. Was ist das jetzt? L. Das ist jetzt N. Wo muss ich hin? Auf D. Okay, alle festhalten. Okay. Es geht los. Okay, links. Oh. Das ist eine Einbahnstraße. Dann ist ein großes Auto, denn Radius, der muss ein bisschen größer sein. Ja, ne? Und die Felge! Oh, der muss raus. Das machen wir hier hin. Opa, jetzt aber. So, Leute! Wo muss ich lang? Da lang. Weißt du, das Problem ist nicht das Autofahren, sondern die Straßen. Achso, ja klar, immer auf andere schieben, gell? Es geht doch nur geradeaus. Oh, was machst du denn, Schatz? Wir haben Eier gekauft. Die sind safe kaputt, wenn wir nach Hause kommen. Oh. Was? Wo sind denn die Spucktüten in diesem Auto? Jetzt müsste so eine Sicherheitsdurchsage kommen, wie im Flughafen. Bei Sauerstoffmangel fallen Beatmungsmasken von der Decke. Helfen Sie sich erst selbst und dann anderen. Hast du mir gegeben, dass ich rausfahren kann? Ja, oder dass ich... die hast du leicht verpasst.
Also der hat dich schon mal überholt. Obwohl, ja, aber lass dir auch Zeit, ne? Der war doch hinter mir. Oh, jetzt fährt er wieder rückwärts. Ah! Was machst du denn? Schau mal, er fährt rückwärts jetzt. Fahr du lieber vorwärts, es ist frei. Nein, ich fahr zu jetzt, bitte. Lass den vor. Fahr und den da hinten auch. Ich warte. Oh mein Gott. Warte, ich zähl mal die Sekunden jetzt gleich. Ja. Das waren ganze 8 Sekunden. Warte, Schatz, ich glaube da ganz hinten. Es ist frei. Oh, ja, da ganz hinten war noch was. Das war jetzt knapp, gell? Oh. So, Leute. Wo darf ich euch hinfahren? Bitte einfach ab heute bin ich euer Chauffeur. Nur nach Hause. Ja, bitte, Mama. Hier jetzt raus, bitte. Hier rechts, rechts. Du hast vergessen zu blinken. Schatz, die Straße ist so breit. Da komme ich richtig gut klar. Ja, wir müssen hier rechts. Jetzt ist geblinkt. Oh, jetzt gibt's auch Gummi hier, V8-Motor, Vollgas. Du weißt schon, dass hier Limitbegrenzung ist. Schatz, ich fahre gerade mal 80. Ja, und hier 60. Gefühlt 180. Habt ihr wirklich Angst, jetzt bei mir im Auto mitzufahren? Wir antworten in 1, 2, 3. Ja. Ja. Ab heute fahre ich, weil ich muss mich jetzt dran gewöhnen. Also, ja, und ihr müsst euch auch dran gewöhnen. Dann werde ich ab heute Hausfrau. Gut, dann fahre ich ab morgen Taxi. Mach jetzt die Kamera aus und lass mich hier Auto fahren, ey. Boah, der Außenspiegel ist aber auch ein bisschen verzerrt. Du bist so schnell unterwegs. Als wenn da so eine Lupe drin ist, ey. Ja, aber das sind Ami-Autos, Schatz, das ist normal. Aber woher kann ich das denn einschätzen, ob der jetzt... Okay, was soll ich jetzt machen? Okay, ich weiß es nicht, aber wenn ihr beide bremst, dann wird das definitiv nichts. So, der LKW hat uns in dieser Zeit wieder überholt. Also vielleicht sollten der vor uns fährt, ja, vielleicht so, ja, genau, uns fahren. Ja, stimmt. Frag ihn mal, ob wir Plätze tauschen, dass uns keiner überholt. Schwertransport. Hallo. Hey, nein, Schatz, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ja. Dieser Spiegel ist sehr, wir könnten ein ganzes Video nur von der Fahrt nach Hause drehen. Leute, es ist ein bisschen witzig, ist es schon, ne? Also es passiert jetzt hier auch nichts mehr Spannendes, weil ich bleibe auf der Spur. Oh nein, aber er fährt jetzt links. Er fährt links, du musst auch links fahren. Nein. Aber ich muss sagen, Sarah geht auf Nummer sicher, hier ist 120 und sie fährt 78. Wir sind fast zu Hause und bevor noch irgendwas in die Hose geht, grüße ich erstmal jemanden. Und so gehen die heutigen Grüße raus an Christine Utz. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und mega wichtig. Boah, Schatz, du kannst doch nicht so bremsen. Egal, kann der Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Es ist hier sehr rot, es brennt nichts. Nein, das ist nur das Auto vor uns, das Bremslicht anhat. Aua. Du machst mir auch echt schwer. So, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich auch. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Hoffentlich. Ganz wichtig, kommentiert und das Video Hashtag Rennfahrer Sarah. Ciao, ey. Jetzt mach aus.